Der Bodensee. Beliebtes Reiseziel in Süddeutschland. Wenige Kilometer nördlich der Heinz-Sielmann-Weiher bei Billafingen. Wertvolles Feucht- und Vogelschutzgebiet. Hier in der Bodenseeregion betreibt die Heinz-Sielmann-Stiftung ein richtungsweisendes Naturschutzprojekt. Im Sielmanns Biotopverbund Bodensee entsteht ein Netz neuer Lebensräume. Schon nach wenigen Jahren sind viele Tier- und Pflanzenarten in die wiederbelebten Feuchtgebiete zurückgekehrt. Die Wiesen sind wieder artenreich und bunt. Wenn im Herbst die Kraniche nach Süden ziehen, leuchten die Streuobstwiesen in verschwenderischer Farbenpracht. Schafe pflegen schonend die gefährdeten Obstwiesen. Langfristig soll das Bodensee-Projekt unter dem Motto „Jeder Gemeinde ihr Biotop“ bundesweit etabliert werden.